Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück bei Keplert. In der letzten Folge haben wir gesehen, dass hier rechts jemand wohnt. Oh, ob das der Bewohner ist da oben? Ich glaube, der hat uns auch schon... Das Schöne ist, dass die KI relativ doof ist und direkt auf einen zurennt. Der hat auch Kühe. Und hier unten habe ich aber sowas wie Erze gefunden. Ich weiß nicht, es wird nicht Eisen sein, gehe ich davon aus, sondern eher Kupfer. Und es hat auch jemand gesagt, man kann Bäume abbauen. Also man kann diese Kirschbäume abschlagen. Und dann kriegt man einen Samen raus, den man wieder pflanzen kann. Das wäre natürlich perfekt. Dann könnte ich mir eine neue Farm anlegen im Keller. Das wäre natürlich super. Oh. So, was haben wir denn jetzt hier aufgesammelt? Es war auf jeden Fall ein anderes Erz. Copper Ore. Ein! Ich habe doch mindestens drei abgebaut. Nein. Nein. Was ist das hier eigentlich? Das ist auch Blumen. Oh Mann, jetzt ist es so dunkel. Warte mal. Gräser müssten wir mal schlagen. Läuft da ein Huhn rum? Da unten läuft ein Huhn rum. So, ich mache jetzt erstmal Fackeln. Torches. Stunks. Blötsch. So, 5 Fackeln ist natürlich... Boah, ist das dunkel. Na toll, jetzt wird es dunkel, wo ich hier am Erforschen bin und gerade in... Oh, ich sehe es nicht. Oh. Das meine ich. Das genau meine ich. Rennst dem Gegner nämlich direkt in die Arme. Geh mal hier drüben hin. Vielleicht ist er nach Hause gekommen. Lebt da die Sau? Hier kommt man nicht durch. Oh. Ich habe seinen Zaun weggehauen. Okay, der hat sich seinen Eingang hinten gemacht. Okay, haben wir noch Pfeile? Haben wir noch. Oh, das könnte mein Tod bedeuten. Nein, 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 nein. Die Sau hat Freunde gehabt. Sie haben mich getötet. In der Nacht jetzt nach unten zu gehen, ist ein großes Risiko. Mist! Mist! Oh nein, ich bin tot. Nein! Oh Mann, ey. Na, guck mal hier, die Bäume wachsen richtig schön intensiv und die Pilze auch. So, muss mal was essen. Was haben wir eigentlich in die Kiste gelegt? Ein Heilgedöns. Dann können wir uns direkt mal... Können wir uns die mal reinziehen. Oh nein. Da bin ich in der Sau hinterher und dann hat die Sau Freunde. Das ist ja echt... Was ist denn das mit den Pilzen? Das raff ich nicht. Was soll das mit den Pilzen? Da kommt doch nichts bei raus, außer diese Seeds. Irgendwie macht das gar keinen Sinn für mich. Jetzt kann ich übrigens noch durchlaufen. Kann ich hier gegen den Baum laufen? Ach, da kann ich auch durchlaufen. Haben die mich nicht eben blockiert, die Bäume? Ja, Schissel, Schnissel. Was mache ich jetzt? Jetzt liegt mein Zeug da unten und es ist dunkel. Da gibt es noch was zu essen, das hole ich mir. Wird im Hintergrund subskribiert, während ich hier streame. Vielen Dank an alle, die jetzt gerade hier resuppen und zappen. Dankeschön. So, ich will mir wenigstens ein paar Fackeln machen, damit ich was sehe. Oder ich schlage hier die Fackeln kaputt.
Brauche ja nur eine erstmal. Ich habe nichts zu verteidigen, aber ich bin auch nicht schnell genug. Also jetzt da runterrennen ist eine Kamikaze-Aktion. Super. Blöd Arschhund. Ah, warte mal. Ich höre gerade, dass man Sachen braten kann. Wir müssen eh warten, bis es Tag ist. Ich brauche nicht da im Dunkeln runterrennen. Das ist total dumm. Jetzt ist die Frage, wachsen die Pilze noch größer als so? Ah, es kommen mehr bei rum. Ach so, verstehe. Warte mal. Eine gute Idee. Warte mal, dann setzen wir jetzt die erstmal, die wir gesammelt haben. Da müssten ja ein paar übrig bleiben. So, jetzt haben wir zwei, sehe ich da unten. Na gut, wir probieren es mal aus. Angeblich kann man nämlich ins Feuer tun. Tun den. Ah, sehr gut. Es ist ein bisschen irritierend, dass es Pilze sind, aber auch Samen. Aber na gut, guck mal hier. Roasted Mushroom, klingt lecker. Also wenn man Pilze mag, ich mag Pilze sehr. Okay, man sollte sie vielleicht rausnehmen. Man hat doch eine kleine Animation hier, wenn man es brät. Oh. Na geil. 1 HP jede Sekunde und das 8 Sekunden lang. 10 HP verliere ich damit. Kann man die nochmal braten? Nö. Kann man nicht. Okay, das sind aber echt, das ist Notration. Da brauchst du echt viel Leben, dass du das aushältst. Okay. Ich guck nochmal, welche Tageszeit oben ist. Ob es vielleicht ein bisschen heller ist. Wo ist der Hund hin? Oh, das lasse ich lieber offen. Ich finde es übrigens übel, wie der Tisch aussieht, oder? Sieht aus wie so ein Schlachtertisch, als hätten die hier sonst was gemacht. Die Gräser können wir mitnehmen. Aber das ist einfach zu dunkel, um hier loszuziehen, oder? Wenn hier der Speedy-Hund kommt. Soll ich nach unten gehen? Aber da unten war echt die Hölle los, oder? Ich habe keinen Bock. Ich habe Angst. Ich habe ja nicht mal, warte mal, habe ich hier vielleicht einen Baum in der Nähe? Außer den da rechts. Dass ich mir wenigstens eine Rüstung machen kann. Ja, ich ahne es. Schräg bin ich bestimmt schneller. Und der Hund tut mir auch nichts. Fuck. Mist. Ich werfe dem so einen Pilz hin, dann frisst er den Pilz und... Ah, oh Mann. Stimmt, wir haben 3 Uhr früh. Schade, dass man das nicht beschleunigen kann, ne? Was kann man denn eigentlich hier? Ah, man kann den Todesmarker und den Homemarker ausstellen. Ah, immer noch 3 Uhr früh, Ja, mit der Energie und den Sachen, ich bräuchte irgendwie... Hm. 4 Uhr früh ist immer noch. Aber weißt du was? Ich brauche ein bisschen Holz für eine Rüstung. Die hole ich mir jetzt. Ist die Frage, wenn man im Bett schläft, ob man dann irgendwie Zeit überspringen kann. Wie man das von vielen anderen Spielen kennt. Holz. Wie brauche ich denn für eine Keule? Dann könnte ich mich wenigstens verteidigen. Stone Club. 8. Boah. Mal gucken, wer zuerst, ob es erst Tag ist, was mir wahrscheinlich auch nicht nützt, weil ich ja nicht durch den Tag auch nicht schneller bin. Oder ob ich erst hier 8 Steine aus der Wand geklopft habe. Da ist eine Raupe reingekommen. Wie ist denn die hier reingekommen? Ja, Himmelarsch. Was ist denn da los? Wie kommt... Da! Wie? Warum?
bin ich in meiner eigenen Base noch nicht mal mehr sicher. Und hier stehen sie vor der Tür. Guck dich das mal an. Die haben es doch auf mich abgesehen. Das gibt's doch gar nicht. Ist hier irgendwo Stein in der Nähe? Buddel mich mal hier durch. Es geht ja eigentlich recht schnell mit dem Handkantenschlag. Das ist Stein, oder? Das ist Stein. Oh, jetzt haben Hunger und sind langsamer. Oh, 8, warte mal. Da mache ich mir erstmal eine Stone Pickaxe. Ich hoffe, das langt. 1. Das ist gut. So, dann kann ich nämlich hier... Dann kann ich mir wahrscheinlich etwas schneller das Ganze wieder bauen. Wie viel haben wir denn? 6 Uhr früh, weil man das müsste sein. Das müsste jetzt hell sein. Aber ich brauche 8 Steine, um die Raupe da unten zu verkloppen. Liebe Grüße an Raubling übrigens, ich meine nicht dich. So, jetzt haben wir 9, jetzt haben wir zumindest die Keule. Ah, warum habe ich auch mein Zeug mitten in der Pampa verloren, ne? Mann. So. Jetzt gibt's aufs Maul. Jetzt gibt's aufs Maul. Okay, also ich muss ein Bett bauen, habe ich gerade gehört. Das wäre... Okay, ich muss jetzt einfach wagen. Ich habe aber auch kaum Energie, ne? Okay. Okay, ich komme jetzt zumindest raus, das ist schon mal gut. Und ich bin vergiftet, das ist überhaupt nicht gut. Nein, ich werde wieder sterben, oder was? Ich will nicht sterben. 2% Energie. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, dieses Spiel. Ich blinke auch schon rot. Nein, 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 was ist denn das für eine Folge? Was ist denn hier los? Gelbe Blumen. Gelbe Blumen brauchen wir. Sonst sind wir hier echt kaputt. Kann man das eigentlich irgendwie essen? Was? Food. Use restore some set. Working speed decrease bei 25. Jetzt kann ich nicht so schnell arbeiten. Aber wir sind satt. Wir haben Alien-Gedärme gegessen. Das wird mir gerade ein bisschen... Uiuiui. Geht. Wir haben Alien-Gedärme gegessen. So, jetzt gehen wir nach unten zu unserer Leiche, beziehungsweise dort, wo wir das letzte Mal gestorben sind. Mensch, ich wollte einfach nur diese Base looten, ne? Und was ist passiert? Ich bin völlig abgeschnitten von der Außenwelt. Nichts mehr zu essen. Muss schon Alien-Gedärme fressen. Also mir geht's gar nicht gut. Wir haben jetzt eine Keule. Ich meine, das... Die Kuh jetzt zu verkloppen bringt auch nicht viel. Oh, nee, das ist Sand. Okay, ich dachte, das wäre Kupfer. Wir gehen jetzt einfach straight nach unten. So. Eigentlich müssten wir ja auf diese Basis treffen, wo wir eben gestorben sind, wo dieser... Ja. Der vermeintliche, wo das Schwein drin gelebt hat, sozusagen. Da ist noch was zum Essen, das holen wir uns auch noch.
Da ist noch ein Busch mit Kirschen. Nehmen wir auch noch mit. Wenn wir da unten ankommen, sind wir wieder satt. Und dann sind wir am Anfang der Folge. Ich bin mal gespannt, warte mal, wer... Stimmt, einen Speer kann ich noch machen. Absolut richtig. Ob das Ding vielleicht besser ist als die Keule? Wooden Bow? Kann ich einen Speer machen? Ah ne, hier nicht. Da habe ich im Chat geachtet. Die Keule ist erstmal das... So, hier sind definitiv keine anderen... Wo ist mein Zeug hin? Wo ist mein Zeug hin? Mein Kram ist weg! Nicht dein Ernst! Wo ist mein ganzer Kram hin? Nehmen wir das Bett mit. Nehme ich alles mit? Oh nee, mein ganzer Kram ist weg. Wo sind wir denn gestorben? War das nicht hier? Doch, hier. Ja, hier bin ich doch gestorben. Natürlich, hier nördlich von der Basis. Hier irgendwo. Ja, hier hab ich richtig gearbeitet. Meine Kohle, ich hack euch weg. Schnitzel. Aggression! Ich glaube, die Spitzhacke ist hier ein Universaltool, kann es sein? Stehen hier Werte drauf? 4 Damage. Was macht die Keule? 5 Damage. Also, das geht auch. Hi, na. Mist, alles weg. Der ganze gute Stein, der ganze gute Schüssel. Nein, 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 nein. Oder bin ich noch woanders gestorben? Ne, ich bin nicht woanders gestorben, ne? Ah. Ich glaube, hier kann ich auch mit der Hand schlagen. Das bringt ja gar nichts. Okay, merke, nicht von zu Hause, weit entfernt von zu Hause sterben. Ach, ihr Lieben, ist er tot. Ich kann mir auch keine Rüstung machen, ne? Das kann ich alles nur oben. Wooden Bow könnte ich mir craften. Da hätten wir schon mal eins. Und die Arrows, da brauche ich wieder Holz. Ich verklopfe mal kurz die Wände. Dann kann ich mir vielleicht neue Axt machen. Oder der Typ da unten wohnt, hat es geplündert. Aber dafür habe ich jetzt seine Werkbank und sein Bett mitgenommen. Ich meine, das ist eine Rache. So. Axe. So. Naja, bleib da. Komm. Ja gut, dann würde ich sagen, sind wir am Ende einer Folge. Hier unten haben wir begonnen mit viel Kram in der Tasche und waren ganz stolz, weil wir das ganze Kupfer gefunden haben. Das ist natürlich jetzt auch Kapeister. Dann würde ich sagen, in der nächsten Folge geht's weiter, wenn dann wir Dinge tun werden. Und wer... Warum habe ich das alles verloren? Das ist so gemein. Man muss sich echt merken, dass man da irgendwie den ganzen Schlüssel verliert. Und dann gibt's einem auch nichts, wenn man da unten stirbt. Kann man auch nichts gegen machen. Man kann ja nicht in der Nacht nach unten rennen. Bringt es auch nicht wirklich, ne? Am besten gar nicht sterben. Das ist der Pro-Tipp an dieser Stelle dieser Folge. Wir sehen uns zur nächsten Folge von Kepler wieder und ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.